Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und unpassenderweise zu meinem Irish Folk T-Shirt von total genialen Irish Folk Festival in Poyenberg habe ich euch einen Schotten mitgebracht. Und zwar handelt es sich um einen Glen Scotia. Und zwar die aktuelle Clubflasche vom lieben Horst. Und eigentlich wollte ich keine Clubmitgliedschaft mehr bei Horst abschließen. Weil die 5% Preisnachlass sind oftmals tatsächlich der Preis, die Preisdifferenz, wo andere günstiger sind als Horst. Aber zum einen wollte ich eine bestimmte Flasche haben. Da haben die 5% schon was ausgemacht. Die werde ich euch auch definitiv noch vorstellen. Und zum anderen hat mich einfach dieser Glen Scotia total interessiert. Und das ist mal wieder tatsächlich eine Clubflasche, wo ich gesagt habe, die hätte ich mir so auch gekauft. Denn Scotia habe ich noch gar nicht so viel im Glas gehabt. Die Standard Range, den 10-jährigen Double Oak oder wie der heißt, den fand ich jetzt nicht so prall. Der 15-jährige, der war schon ziemlich gut. Und der Victoria Nix oder so, der war sogar noch eine Schippe drauf, obwohl es eine NAS-Variante ist. Dann habe ich oben noch von Campbelltown Festival vor 2, 3 Jahren den Glen Scotia aus dem Rotweinfass oder mit einem Rotweinfinish. Den hat euch der liebe Christian, The Malted Man, in einem seiner Videos vorgestellt und den fand er so gut, hat so davon geschwärmt, dass ich mir den bei der nächsten Gelegenheit nachbestellt habe. Habe ich aber noch nicht aufgemacht. Müsste ich aber schon verkostet haben, weil ich ein Sample von Christian bekommen habe. Guckt einfach mal bei mir in der Playlist zu Glen Scotia und wahrscheinlich werdet ihr es dort fündig werden. Hier, nun haben wir einen 10-jährigen Glen Scotia, 2013 gebottelt, 2023 in die Flasche gekommen. Es handelt sich um eine Vorbelegung in First Fill Ex-Bourbon-Fässern, wo der Whisky circa 9 Jahre drinne lag, mit einem anschließenden Finish von, wer jetzt nichts Falsches sagen, einem halben Jahr in First Fill Ruby Portwein Fässern. Spannenderweise auf der Umverpackung steht nur First Fill Ruby Port Cask drauf, so dass man denken könnte, es ist eine Vollreifung. Auf der Flasche ist es aber berichtigt. Er ist mit 46 Volumenprozent in die Flasche gekommen. Er ist nicht gefärbt, er ist nicht kühl filtriert. Und insgesamt hat der liebe Horst für seinen Shop 15.000 Flaschen abfüllen lassen. Im Glas ist es ein schöner, satter Goldton. Und ja, spannenderweise habe ich gerade so in letzter Zeit unglaublich viele Portwein-Finishes getrunken. Den Tumitool, den Glencairn, den Erin Port Cask. Und ja, ich mag Port. Definitiv. Sowohl pur als Dessertwein, aber eben halt auch als Nachbelegung oder Reifung für Whiskyfässer. Jo. Ja, die anderen Portreifungen, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, die waren alle tiefrot. Drum finde ich hier diese, ja, goldene Farbe schon recht spannend. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Fässer nicht nass waren. Ja, eingangs schon, wie ich gesagt hatte, 9 Jahre First Fill Bourbon Fässer, ein halbes Jahr ein Finish in Ruby Portwein Fässern. First Fill Ruby Portwein Fässern und nach Adam Riese sind es 9,5 Jahre und nicht 10. Hängt damit zusammen, dass das Ganze dann nochmal in Refill Bourbon Hogsheads harmonisiert wurde, um dann nochmal für 2 Monate nochmal in irgendwelchen Hogsheads einfach abgelagert wurde. Dadurch kommen wir eigentlich rein theoretisch sogar auf eine Lagerzeit oder Reifezeit von 10 Jahren und 2 Monaten, sprich 122 Monate. Ja,
in diesen 122 Monaten, denke ich mal, ist schon eine Menge passiert. Glenscotia, typisch für mich Campbelltown Whisky, hat immer so was Dreckiges, was Schmutziges, was Erdiges, was Raues. Ist für mich immer so die günstigere Alternative zu Springbank. Na, also die haben schon nach meinem Empfinden eine gewisse Ähnlichkeit, so wie man Islay Whiskys eben halt auch eine gewisse Verwandtschaft zuerkennt oder Highland oder Speyside Whiskys. Und das finde ich bei Campbelltown auch wieder. Ein bisschen schon atmen können. In der Nase sofort bärige, weinige Früchte. Sehr massiver Antritt. Die 46 Volumenprozent sind in der Nase spürbar. Kommt so eine frische Note mit rüber. Hinter dieser frischen, leicht alkoholischen Note und den wunderbaren roten Beeren, die sowohl eine Süße als auch eine Säure mitbringen, also allen voran Erdbeere, Johannisbeere, Brombeere, schwingt das, was ich bei Glenscotia und bei einer Handvoll anderen Destillen auch sehr mag, noch mit so eine leichte, also nicht falsch verstehen, so eine leichte, muffige Note, die so ein bisschen, ja, Kuhstall ist es in diesem Fall nicht, durch diese frische, bärige Note, vielleicht auch diese frische, alkoholische Note, ist das kein richtiger Kuhstall, aber muffig kommt schon rüber, ne? So Omas Sockenschublade, so in diese Richtung, feuchter Keller, in diese Richtung geht das. Bisschen Schokolade. Eine Kräuterwürze, die ich aber schwer greifen kann. Und neben dieser bärigen Süße auch, ja, so ein herber Honig, würde ich sagen. So ein Heidehonig, Waldhonig, ne, so Richtung Kastanie, Tanne geht das. Was ich spannend finde, ist wirklich dieser massive Antritt in der Nase. Wir hatten gestern ein, zwei Mal probiert, bisschen in Interaktion mit dem Whisky getreten und der ist heute Morgen ähnlich aufgeladen und sagt mir ähnliche Sachen, wie er mir gestern Abend schon mitgeteilt hat. Er ist 10 Jahre. Ne? Er ist kein Komplexitätsmonster. Definitiv nicht. Vielleicht hätten ihn ein, zwei Jahre noch ganz gut getan, damit diese alkoholische Note, die immer noch da ist, zurückgegangen ist und vielleicht ein etwas längeres Finish in den Portweinfässern, das eben halt, ja, diese bärige Süße, diese bärige Fruchtaromen, die da kommen, noch ein bisschen differenzierter vielleicht sind. So, also sind die Beeren schon gut spürbar, aber sehr diffus. Es ist eher so rote Grütze, als dass ich jetzt da in der Lage bin, einzelne, ja, Früchte rauszuriechen. Die schokoladige Note, die ist schön. Eine kräftige Milchschokolade. Also insgesamt ist dieser Whisky sehr robust. Auf euch. Deutlicher Antritt. Schöner Antritt. Die Aromen werden nach vorne gepeitscht. Am Gaumen eine schöne, spannende Vanille. Folgt die Bärenfrucht. Bärenfrucht geht jetzt wieder zurück und macht, ja, so eine Vanille-Schoko-Note Platz. Ja, die aber in Richtung eine Vanillecreme geht. Schärfe am Zahnfleisch, leichtes Pritzeln. Und der stetzt nochmal so eine Honignote. So, manchmal hat ja so ein Honig auch so eine gewisse Schärfe. Ist aber in dem Fall, muss ich sagen, wahrscheinlich den 10 Jahren geschuldet. Ne?
Und also ich habe kein Problem jetzt mit diesen 46 Volumenprozent in diesem Whisky. Ich kenne aber Whisky, auch jüngeren Whisky, wo 46 Volumenprozent oder mehr sogar besser eingebunden sind. Kostet mancher immer in einer Clubflasche diese Clipmanschaft 60 Euro. Da sind immer 40 Euro für die Flasche vorgesehen. Heutige Zeit. Wir schreiben September 2023. 40 Euro für einen 10-jährigen Glen Scotia ist die Flasche gut dotiert, sag ich mal. Wenn ich die jetzt alleine kaufen würde für 40 Euro, würde sie mir nicht leid tun, hätte man Spaß damit. Ich finde ihn lecker. Aber ist jetzt kein Whisky, den ich mir jetzt nachkaufen würde. Ja, man muss diesen speziellen Glen Scotia Charakter mögen. Jetzt, das ist jetzt der dritte, vierte Schluck, ich weiß es nicht, kommt so im Abgang diese, ja, muffige Note wieder zum Tragen, gerade im hinteren Rachenraum. Er hält sich lange im Mund, was sehr schön ist. Und die Aromen, die er anfangs hat, hat er immer noch. Ja, das heißt vor allem ein bisschen Vanille, eine schöne Vanille, bärige Süße, eine leichte Säure, ein bisschen was Milchschokoladiges, null Bitterkeit. Eiche, nein. Da wird wahrscheinlich das halbe Jahr in den Portweinfässern, wenn sie aus europäischer Eiche waren, nicht lange genug gewesen sein. Ja. Nein, ist ein gut gemachter, handwerklich gut gemachter Whisky. Mir schmeckt er. Ich werde mit ihm meine Freude haben, gerade weil ich Port auch mag. Er ist schon spezieller. Er ist deutlich kräftiger, deutlich robuster, deutlich mehr in der Performance als zum Beispiel der Tuming Towel oder der Clancadden. Die waren deutlich süßer. Er ist auch kräftiger und robuster als dieser Erwin hier. Der geht so ein bisschen in die Richtung, das war mein erster Port, gereifter Whisky sowieso, Ardmore, Portwood, 12 Jahre. In die Richtung geht er ein bisschen, nur ohne Rauch. Na, obwohl der Rauch jetzt bei den Ardmore Portwood auch nicht so wahnsinnig hoch ist. Aber ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Na, wer den Portwood von Ardmore mag, den 12-jährigen, kann bedenkenlos zu diesem Kollegen hier greifen. Na, er geht in eine ähnliche Richtung, hat ein ähnliches Geschmacksprofil. Wäre dadurch eine super Ergänzung. Ja, die anderen, wie gesagt, Tuming Towel, Clancadden, Erwin, die bedienen ein anderes Port. Ja, Erlebnis, sage ich mal. Das sind ja auch Tawny Port Reifung. Ne? Und Tawny Port ist ein oxidierter oder mehr oxidierter Portwein. Auch ein roter, wie Ruby Port, aber Ruby Port, glaube ich, sind jüngere Portweine. Einfach mal vielleicht mal gucken. Der Unterschied zwischen Ruby und Tawny Port. Jo, in dem Sinne würde ich euch auch schon in die Arbeitswoche entlassen. Bleibt mir gewogen, hinterlasst mir ein Abo. Über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Und schreibt mir doch bitte in den Kommentaren rein, wenn ihr ihn kennt, wie ihn zu diesem Glen Scotia steht und welche Portreifung ich vielleicht noch probieren sollte. Den Tomaten, 14 Jahre Portwood. Habe ich auch schon gehabt, ich glaube auch schon im Video. Nee, schreibt mir bitte rein. Wäre ich gespannt drauf. Na, in dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.